Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass 2/3 meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Clash of Clans. Ja, hier sind wir wieder in unserem kleinen Dorf. In der letzten Folge haben wir eine Menge Punkte geholt. In der Zwischenzeit habe ich einiges vorbereitet. Hier zum Beispiel das da, das hier und das hier. Das werde ich heute alles schaffen. Und natürlich das hier auch. Das heißt, wir würden 520 Punkte bekommen. Das würde uns bis... Nein, sogar noch weiter bis hierhin bringen. Und dafür würde es dann nicht mehr reichen. Das heißt, ich würde 10.000 Dunkles bekommen. Und hier habe ich ja auch noch die 5.000. Das heißt, wir können unseren Barbarenkönig verbessern. Ich habe den schon verbessert auf Level 2. Aber dann bringen wir ihn auf Level 3. Ja, soweit der Plan für heute. Ich würde sagen, wir fangen hier drüben einfach gleich an. Und versuchen zu gewinnen. Also ich würde vielleicht von hier angreifen. Ja, das habe ich mir gedacht, dass da irgendwie sowas drin ist. So, Meister ist down. Das heißt, einen Stern haben wir garantiert. Ja, aber leider nicht den 50% Stern. Mal gucken. Oh. Ja, ich habe gerade hier die Luftbomben im Ausbau. Ich hoffe, die Bogies kriegen das hin. Die Bogenschützentürme. Ja, es scheint sogar ziemlich gut zu werden. Noch kein Stern bisher. Wow. Ich hab gewonnen. Das muss jetzt echt schrecklich sein für den Gegner. Fast 50% zu bekommen. Damit kommen wir dieser Aufgabe hier ein Stückchen näher. Da brauche ich ja die drei. Muss ich dreimal gewinnen. Und hier muss ich auch nochmal angreifen. Ich habe zwar Schild, aber interessiert mich nicht. Ja, ist zwar schön viel Loot, aber ich glaube, der ist zu stark. Zu wenig Loot. Ein inaktiver Spieler auf jeden Fall. So, Wutzauber drauf. Dann gucken wir mal, wie gut ist der Barbarenkönig. Level 1 gegen Level 2. Aha. Okay, sieht schon ziemlich gut aus. Und... Wow, der hat so knapp das noch geschafft. Ein Stern haben wir auch schon. Sollte nicht mehr lange dauern.
Da geht der Drache auch aufs Rathaus. Naja, das Rathaus ist jetzt auch down. Das werden ganz einfache 3 Sterne. Danach brauchen wir nur noch 2. Und dann haben wir auch noch eine Aufgabe erledigt. Ja, außen sind noch Bauhütten, leider. Die gehen hier rauf, da geht der Barbarenkönig drauf. Und die da bleibt noch erstmal übrig. Da kommen sie. Ich glaube, der Drache macht es alleine kaputt. Der hat nämlich schon einen ziemlich großen Abstand. Barbarenkönig ist ganz weit hinten. Und ja, perfekt. 3 Sterne. So, jetzt haben wir die beiden hier schon. Die 20 Punkte und die 200 Punkte hier. Gold. Ah, dunkles Elixier kriegen wir auch schon direkt. Ich sammle jetzt erstmal noch nicht ein. Das machen wir dann am Ende der Folge. So, hier brauchen wir dann eine neue Armee. Wir haben schon ziemlich viel Loot. Aber es kommt ja noch mehr dazu. So, es könnte ein bisschen schwer werden. Na toll, jetzt sind sie überall hingegangen, nur nicht zur Meisterhütte. Ja, ich glaube, diesmal verlieren wir. Das bisschen holen sie sich noch, aber das war's dann auch. Wow, wir haben wieder tatsächlich ganz knapp verloren. Versuchen wir es nochmal. Okay, diesmal mache ich erst außenrum was weg. Leider nur 1 Stern, keine 2 Sterne. Ja, der wird nicht einholen. Da haben wir schon gewonnen. Zweiter Sieg. Fehlt noch einer. So, jetzt greifen wir hier drüben an. Nee. Dreimal Luftabwehr auf Level 5. Zu wenig Loot. Oh.
Na toll. Klärenburg-Truppen. Da setzen wir auch unsere Klärenburg. Der Babydrache hatte keine Chance. Ein Stern. Na komm schon. Zwei Sterne. Da geht der Barbarenkönig gleich drauf. Und weg ist er. Und perfekt. Da kriegen wir den Sternebonus. Die 200 Punkte hier. Jetzt fehlt nur noch das hier. Habe ich alles, was ich heute vorgenommen habe. 80 Punkte, 240. Ja, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Das auch nicht. Tägliche Spenden. Mal gucken. Ja, machen wir mal. Ganze 8 Stück haben wir da rein. Und natürlich eine neue Armee. Dann müssen wir hier noch einmal gewinnen. Und dann sammeln wir unseren ganzen Loot ein. Setzen wir da mal die restlichen Barbaren rein. Ah, schade. Wir sind in den Zerschmetterer reingelaufen. Aber hier kriegen wir trotzdem noch den Stern. Mal gucken. 56%. Mit Bogies. Versuchen die es. Ja, da geht die Doppelkanone drauf. Aber es ist auch nicht mehr viel übrig an Bogies. Schade, das war wohl nix. Versuchen wir es nochmal. Okay.
So, nehmen wir einfach das ganze Dorf auseinander. Oh, das war eine Megamine. Ja, los. Ja, einen Stern haben wir. Den zweiten haben wir auch. Sehr schön. Wenn jeder Kampf so laufen würde, wäre es sehr schön. Oh, Sieg. So, haben super viel Loot. Die Aufgabe haben wir auch. Das haben wir auch. So. 1 Million Gold, 1 Million Elixier. 1,5 Millionen Gold und 15.000 Dunkles. Dann sammeln wir es mal ein. So, hier, was kann ich hier machen? Ich kann was verbessern. Das da oder das da. Machen wir mal Babydrache. Da kann ich leider noch nichts machen. Ich frage noch mal kurz den Drachen an. Sammle das hier ein. So, Barbarenkönig. Erstmal direkt auf Level 3. Das Rathaus könnte ich verbessern. So, gucken wir mal hier. Oh, auf jeden Fall. Wutzauber. Jetzt sind wir auch schon unser Elixier los. Jetzt haben wir noch 2,7 Millionen Gold. Ich würde sagen, wir machen ein paar Mauern. Hier die paar, die noch hier am zweiten Ring sind. So, Bogenschützentürme. Und dafür reicht es ganz knapp nicht. Schade. So, dann wird das hier noch gemacht. Ja, dann haben wir unseren ganzen Loot einfach wieder ausgegeben. Der ist leider noch nicht bereit. Ja, Leute, das war's mit der Folge. Hier haben wir auch keinen Sternebonus mehr. Hier haben wir auch keinen Siegbonus mehr. Also lohnt sich nicht mehr anzugreifen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.